Ja, hallo, Kurt Söser wieder mal hier. Heute möchte ich ein Beispiel zum logistischen Wachstum lösen. Ich habe da ein Beispiel gefunden über isoliert lebende Menschen, die sich an einem Grippevirus infizieren. Ich möchte das zuerst zeigen, wie man da die Basis aufstellen kann. Natürlich, Hauptaugenmerk liegt darauf, wie man das mit GeoGebra löst. Wenn wir vielleicht da das mal durchschauen, von 6000 isoliert lebenden Menschen infiziert sich eine Person an Grippe. Durch gegenseitige Ansteckung zählt man nach 5 Wochen bereits 400 Kranke. Da ist bei A mal gefragt, dies zu modellieren, und man geht von einem logistischen Wachstum aus. Und da ist die Frage, warum ist das logistisch? Ja, wir wissen, dass das logistische Wachstum diese Bauart hat, also wenn ich das kurz skizzieren darf, ich habe zu Beginn zum Zeitpunkt, da die Zeit habe und da die Menge der Erkrankten, vielleicht die Anzahl der Erkrankten mit A bezeichnen, dann schaut das Ganze so aus, dass zu Beginn ist nur einer krank, dann wächst es wahnsinnig schnell, also eigentlich exponentiell, dann kommt es zu diesem Wendepunkt und dann wird es wieder langsamer wachsen, weil wir eine obere Grenze haben und diese obere Grenze liegt bei 6000. Das logistische Wachstum wird mit einer einfachen logistischen Formel bezeichnet. Also zum Beispiel a von t ist gleich k durch 1 plus c mal a hoch t ist die gebräuchlichste Formel. Es gibt verschiedene andere Formeln, aber mit dieser kann man ganz schnell das modellieren. Jetzt stelle ich ganz geschwind nur die Bedingungen auf und werde das dann gar nicht händisch lösen, sondern gleich mit GeoGebra, mit einem tollen Tool, mit dem Trend, wo man das sofort herausbekommt. Und zwar, was wissen wir? Ja, ganz einfach, wir wissen, K ist gleich 6000, das heißt die Kapazitätsgrenze, die obere Grenze ist 6000. Wir wissen, die Menge zum Zeitpunkt 0 ist genau ein Erkrankter. Steht ja zu Beginn, infiziert sich eine Person und nach 5 Wochen, das heißt die Menge nach 5 Wochen ist 400. Kranke. Also habe ich eigentlich drei Bedingungen. Wir haben drei Unbekannte, K, C und A. Und somit können wir mit diesen drei Bedingungen die vollständige logistische Funktion berechnen. Vielleicht mache ich das eher mal zuerst mit dem CAS-System von GeoGebra. Wir haben mal GeoGebra geöffnet und schauen wir uns mal das CAS an. Lassen wir die anderen Sachen mal auf der Seite und wie man das sofort mit dem CAS lösen kann. Also ich gebe mal die Funktion wieder ein. A von t, wichtig beim Definieren von Funktionen im CAS, Doppelpunkt ist gleich, Kapazitätsgrenze durch 1 plus c mal a hoch t. In der neuen Version von GeoGebra 4.4 sieht man ja ganz schön, die Variable ist t, also wird das gleich erkannt. Und mit dieser Funktion, die wird da jetzt noch ein bisschen umgeschrieben, ist aber keine Tragik, kann ich dann rechnen. Ich kann sagen, k ist gleich 6000. K ist gleich 6000. Und wir wissen, die Menge A, die Anzahl der Erkrankten zum Zeitpunkt 0 ist 1. Also da wird schon die einfache Gleichung oder die Gleichung vereinfacht. Fehlt, ist dann nur mehr ein C drinnen. Und wir wissen auch, A von 5 ist gleich 400. Somit habe ich meine drei Bestimmungsgleichungen. Okay, das ist eigentlich, schau, die Angabe K ist gleich 600. Und lassen wir diese drei Bestimmungsgleichungen mit GeoGebra CAS lösen. Schauen wir mal, ob das funktioniert mit dem Löseknopf. Ja, schaut perfekt aus. Ich kriege es jetzt natürlich algebraisch herausgelöst. Mit den Zahlen kann man wenig anfangen. Ich werde es vielleicht gleich noch numerisch berechnen lassen. Also lassen wir das Ergebnis numerisch berechnen. Und da sehen wir, dass K 6000 ist. Okay, das war die Angabe. Wir sehen, dass A 0,3 ist und C 599. Vielleicht zur Sicherheit, da müssen wir ein bisschen die Nachkommastellen einstellen, damit wir ein bisschen genauer auf dieses A kommen. Also, wenn ich das dann nebenbei kurz aufschreiben darf, dann haben wir als Lösung 599 für C und 0,2975 für A. Also aus diesen Bedingungen, aus diesen drei Bedingungen, die wir da haben, haben wir für C 5999. Für A 0,2976 gerundet und die Kapazitätsgrenze, ja, die war ja schon gegeben mit 6000. Bedeutet jetzt für mein
logistisches Wachstum für meine Wachstumsfunktion. Ich kann diese Wachstumsfunktion jetzt ganz schnell aufschreiben. A von t ist gleich 6000 durch 1 plus 5999 mal 0,2976 hoch t. Und mit dieser Funktion kann man dann wieder weiterarbeiten. Die braucht man dann zum Beispiel in Frage C, einer Frage B, nur als Beispiel. Nach welcher Zeit ist die Hälfte der Bewohner krank? Ich möchte aber noch eine andere Version zeigen, wie wir jetzt auf die Wachstumsfunktion kommen mit GeoGebra. Da gibt es eine ganz eine tolle Möglichkeit. Ich lasse vielleicht jetzt einmal das CSS-Fenster ausblenden und arbeite mit dem Algebra und der Grafikansicht. Und zwar kann ich da ganz toll mit dem Trendbefehl arbeiten. Eigentlich habe ich ja zwei Punkte gegeben, nämlich zwei Zeitpunkte, wo ich auch die zugehörigen Anzahl der Kranken habe. Also das wäre der Zeitpunkt 0, da habe ich einen Kranken. Das lasse ich mal gleich als Punkt eintragen, deswegen mit den mit den runden Klammern. Und ich sehe, aha, das ist dieser Punkt B, der jetzt auf der Y-Achse ist. Des Weiteren habe ich da noch einen Punkt mit den Koordinaten. Nach 5 Wochen haben wir 400 Kranke. Ja, wo ist das jetzt? Das ist natürlich weiter oben mit Steuerungstaste wieder skalieren. Da ist der Punkt C. Und jetzt hätte ich gerne da diese logistische Kurve durchgelegt, durch den Punkt B und C. Jetzt gibt es bei GeoGebra die Möglichkeit, einen Trend logistisch zu erstellen. Aber da habe ich die obere Grenze nicht eingebunden. Und jetzt zeige ich was ganz, ganz toll ist. Man kann nämlich mit dem Trendbefehl Liste von Punkten und Funktion ganz was Tolles machen. Man kann nämlich GeoGebra sagen, bitte modellieren wir das mit einer Funktion, so wie ich das gerne hätte. Und zwar ist das ganz einfach machbar. Ich habe hier eine Liste von Punkten. Okay, mit B und C soll dieser Trend modelliert werden. Und die Funktion muss ja so lauten. 6000, das ist die Obergrenze, k durch Klammer 1 plus c mal a hoch. Und damit es mit einer Funktion zu arbeiten ist, schreibe ich da jetzt nicht t, sondern x. Und GeoGebra sagt man zwar durch diese graue Hinterlegung von c und a, dass sie diese Buchstaben nicht kennt. Wir werden aber gleich sehen, was da Tolles passiert. Also ich versuche durch b und c mit dieser Funktion die bestmögliche Funktion zu finden, die Trendfunktion. Es kommt da anscheinend eine Fehlermeldung, ist aber keine Fehlermeldung, es ist dieses C und A ist unbekannt, deswegen tue ich ganz schnell Schieberegel dafür erstellen lassen und man sieht auf einmal, dass diese Funktion nicht nur berechnet wird, sondern auch gezeichnet wird, weil der GeoGebra jetzt für diese Funktion f von x vergeben hat und ich kann sofort mit dieser logistischen Wachstumskurve, mit dieser Funktion gleich weiterarbeiten. Ganz, ganz wichtig, das ist jetzt eigentlich gar keine Trendlinie. Sie geht fix durch diese beiden Punkte und hat eben als Obergrenze 6000, so wie von mir angegeben. Die Schieberegler C und A, die haben nur den Sinn, dass man einen gewissen Startwert für GeoGebra angibt, wo mit die Funktion dann modelliert wird. Man sieht nur manchmal, wenn ich einen falschen Startwert habe, dass sie das nicht ganz ausgeht, dass der falsche Wert gefunden wird numerisch, aber mit den beginnenden oder mit den ursprünglichen Startwerten ist das überhaupt kein Problem und ich habe sofort hier meine Trendlinie, meine Funktion, die das logistische Wachstum dieser Grippeepidemie bestmöglich beschreibt. Also wirklich, wirklich praktisch. Ich lasse den Befehl da nach oben einblenden. Noch einmal, es ist Trend, dann eben in einer Liste die Punkte reinschreiben. Das funktioniert eben auch mit mehreren Punkten, nicht nur mit zwei. Beistrich und dann gebe ich die Funktion an, mit der GeoGebra modellieren soll. Sehr, sehr, sehr mächtig. Okay, machen wir vielleicht dann noch zugleich das Beispiel B und dann gebe ich noch den Screenshot rein. Den Funktionszahlen haben wir bestimmt. Nach welcher Zeit ist die Hälfte der Bewohner krank? Der Vorteil ist jetzt, sobald ich das als Funktion habe, brauche ich eigentlich nur mehr die Hälfte der Bewohner herauszufinden. Okay, das ist genau 3000. Dann zeichnen wir einfach eine Hilfsgerade ein mit y gleich 3000 und ich sehe, okay, das ist genau die Hälfte. Und jetzt brauche ich nur mehr grafisch das Schneiden, diese zwei Dinge. Schnittpunkt zwischen zwei Objekten, der heißt bei mir jetzt d, vielleicht tue ich ihn umbenennen in s. Und dieser Punkt s hat die Koordinaten 7,17 und 3000, also 3000 Personen sind krank
nach 7,17 Wochen, also etwas mehr als 7 Wochen dauert es, wenn die Bedingungen so gegeben sind, dass die Hälfte der Bewohner erkrankt ist. Dieser Punkt ist auch zufälligerweise, nicht nur zufälligerweise, sondern ist immer so, der Wendepunkt dieser Funktion. Das heißt, bis dahin ist es schön links gekrümmt, dann rechts gekrümmt. Das heißt, bis dahin ist das Wachstum, nimmt das Wachstum zu, die Wachstumsgeschwindigkeit, und dann nimmt die Wachstumsgeschwindigkeit ab. Es wächst immer noch, aber nicht mehr so schnell wie vor dem Wendepunkt, vor dem Punkt S. Gut, machen wir noch kurz einen Screenshot dazu, damit alles dokumentiert ist sauber. Und mit Hilfe von GeoGebra sieht man, dass solche Beispiele sehr, sehr einfach zum Lösen sind. Man muss dieses mächtige Werkzeug natürlich einzusetzen wissen. Das ist klar, wie bei jedem anderen Werkzeug. Aber mit diesen eingebauten Funktionen, speziell jetzt diese Trendfunktion, die ich da verwendet habe, ist es sehr, sehr praktisch zum Arbeiten, und ich kann sofort meine Modellierungsaufgaben der Wachstumsfunktionen da wunderbar lösen. Okay, gut, ich hoffe, es hat wieder jemanden geholfen, und würde mich auf Kommentare freuen. Bis zum nächsten Mal.